Bei den Paralympics in Rio haben zwei niedersächsische Athleten Gold geholt. Christiane Reppe und Vico Merklein belegten beide Platz 1 im Straßenradrennen. Die Behindertensportler vom GC Nendorf im Landkreis Nienburg-Weser holten mit ihrem Sieg die ersten beiden Goldmedaillen für Niedersachsen. Ich habe das Rennen stark angefangen und stark aufgehört und das war gut und das kam dabei raus. Mit 2 Sekunden Vorsprung hat Christiane Reppe ihre Verfolgerin abgehängt. Bislang haben die deutschen Athleten in Rio insgesamt 12 Goldmedaillen gewonnen. Die Olympischen Spiele der Behindertensportler gehen noch bis Sonntag.